This is Daniel Heed. This is Daniel Hall. This is Daniel Heed. Bandman, pay me 90 days. So. Bitte warten. Polizeinotruf Berlin. Zurzeit. Notruf der Berliner Polizei. Rocco, hallo. Ja, hallo, Trump. Ich möchte bitte, dass Sie den Mafia-Kanzler, den Mafia-Olaf, der 280 Millionen Euro laut Süddeutscher Zeitung von uns allen gestohlen hat, dass Sie den bitte festnehmen. Und dazu müssen Sie, weil bei der Mafia sich ja alle gegenseitig decken, müssen Sie auch 735 Mafia-Fax, also Mafia-Politiker im Bundestag festnehmen, weil die sich gegenseitig decken, wissen Sie? Die müssen Sie festnehmen. Da müssen Sie sich aber trauen, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Polizei traut sich nicht so richtig, die festzunehmen im Bundestag, weil da so ein bisschen Hemmungen sind bei der Polizei. Nur die haben ja alle Betrug begangen da im Bundestag, weil die sollen ja die Vermögenssteuer von 100% einführen, damit wir alle gut leben können. Und die haben eben das nicht getan. Deswegen nennt man das halt Betrug. Also sie kriegen alle diese 735 Mafia-Fax, diese Mafia-Politiker, dran wegen Betrug, weil die nicht gemacht haben, was wir möchten. Also sie müssen alle 735, bis auf den Karl Lauterbach. Den Karl Lauterbach müssen Sie nicht festnehmen, der ist ja Universitätsprofessor, der ist der einzige Gute im Bundestag, den brauchen Sie nicht festnehmen. Aber die anderen 735 Mafia-Politiker, die Mafia-Fax da, die bitte festnehmen, ja? Okay, dafür können wir auch die Internetwache nutzen. Nee, nee, das wird nichts, ja, bei der Internetwache, ja, wissen Sie, die ignorieren das, wissen Sie, nee, sie sind schon gut, aber Sie müssen es auch machen, wissen Sie? War auch natürlich, wie gesagt. 6 Minuten mache ich noch, dann gehe ich zu Ikea. Ich brauche eine Toilettenbürste. Also eine Toilettenbürste, eben Toilettenbürste. Ich kaufe das Standardmodell, das weiße. Ich habe gerade vergessen, wie es heißt, ich gucke mal kurz nach. Aber ich will es jetzt nicht wegmachen, wenn ich jetzt hier gerade gucke. Was soll denn da? Mal gucken. Ups, hat er schon? Mal nicht dabei Google, dann mal sehen. Trump, guten Tag. Ich würde gerne, dass Sie den Mafia-Kanzler, Mafia Olaf, der ja 280 Millionen Euro von uns gestohlen hat, laut Süddeutscher Zeitung, dass Sie den festnehmen. Da müssen Sie aber wissen, dass bei der Mafia sich die Mafia-Fax gegenseitig decken. Also Sie müssen auch die 735 Mafia-Politiker festnehmen. Sie haben den Notruf der Berliner Polizei gewählt. Ihr Anliegen stellt keinen Notfall dar. Doch, das stellt schon einen Notfall dar. Geht es ja um den Dritten Weltkrieg, ne? Da geht es ja um den Mafia-Raubzug, den Mafia Annalena möchte. Und den möchte ich ja nicht, deswegen ist schon Notfall. Das ist hier wie. Der Notruf führt ja den Schildtod am Apparat. Wie kann ich weiterhelfen? Ja, Sie könnten mir helfen, wenn Sie den Mafia-Kanzler, Mafia Olaf, der 280 Millionen Euro gestohlen hat von uns laut Süddeutscher Zeitung, wenn Sie den festnehmen würden. Da müssen Sie aber wissen, bei der Mafia decken sich die Mafia-Fax gegenseitig. Das heißt, Sie müssen auch die 735 Mafia-Politiker im Bundestag auch festnehmen. Würde ich sagen, ist ein Mafia-Fax. So, also Vermutung. Notruf Polizei Berlin, Schildtod am Apparat. Ja, guten Tag. Sind Sie ein Mafia-Fax? Bitte? Sind Sie ein Mafia-Fuck? Also haben Sie schon mal was Unmoralisches gemacht in Ihrem Leben oder wollen Sie grundsätzlich Polizeiarbeit machen? Also weil Sie sollen den Mafia-Olaf festnehmen. Oder wollen Sie mich nur ausfragen? Ich frage Sie so ein bisschen. Ich möchte nur wissen, ob Sie ein Mafia-Fuck selbst sind, also ob Sie schon mal ein Kind vergewaltigt haben. Sagen Sie mal, das ist hier die Notrufleitung, wir wollen hier Menschen helfen. Na, es gibt sogar 3% bei der Polizei, die schon Kinder vergewaltigt haben. Es gibt eben diese Mafia-Fax bei der Polizei. Ich möchte das ausfinden, also aufspüren. Diese Informationen nehmen Sie woher, bitte? Ich bin Soziologe. Ich habe einen Master of Science aus London und ich habe das studiert. Also die Polizei ist unterwandert von Mafia-Fax. Sogar 3% der Polizisten in Berlin. Ich weiß gar nicht, was Mafia-Fax bedeutet. Naja, Mafia-Fuzis. Mafia-Fuzis. Sie wissen schon, Unrecht-Fuzis. Leute, die sich gegenseitig decken durch Kindersex, die Staatskasse plündern, wie Mafia-Olaf, der 280 Millionen Euro gestohlen hat. Oder Mafia Annalena. Der Mafia Olaf, der Mafia-Kanzler. Olaf Scholz. Ja, der Mafia-Kanzler. Der Mafia-Kanzler, kennen Sie doch. Der hat 280 Millionen Euro gestohlen. Von uns, laut Süddeutscher Zeitung. Laut Süddeutscher Zeitung. Das ist ja nicht in Ordnung. Ist nicht in Ordnung. Ja, dann sollten Sie ihn mal festnehmen. Machen Sie aber nicht. Und das ist ein bisschen besorgniserregend. Wieso nicht? Weil ich an der Notrufleitung sitze und versuche, hier Menschen zu helfen. Ja, Sie sollen ja auch Leuten helfen. Aber Leuten helfen. Aber das Problem ist, dass bei der Polizei... Wir können es ja schnell machen. Wenn Sie da was anzuzeigen haben, dann gehen Sie bitte zum Polizei.
Polizeiabschnitt, ja. Nee, ich möchte einen Notfall melden, dass die Mafia leider unseren Staat, unser Staat ist kein Staat mehr, der ist unterwandert. Doch, das ist ein Notfall, das ist ein Notfall. Nein, das ist kein Notfall, weil Sie können ja auch gemütlich zum Polizeiabschnitt gehen und diese Äußerung und Ihr Gedanken bitte dort anzeigen, ja. Nee, ich mache das jetzt ein bisschen cleverer. Aber wenn ein Tatverdächter Sie zum Beispiel bedroht oder so. Na, ich werde ja bedroht von den Mafia-Fax. Die Mafia-Fax bedrohen mich ja. Die Mafia-Fax bedrohen mich aber. Ja, ich denke, der ist doch gut. Notruf? Ja, Trump, guten Abend. Ich möchte bitte den Mafia-Kanzler... Wie heißen Sie bitte? Trump, T-R-U-M-P, wie der Donald Trump aus den USA. Ich bin der deutsche Cousin. Und ich möchte bitte, dass der Mafia Olaf festgenommen wird. Also Herr Trump, ja. Ja, Trump, ist es ein deutscher Name. Also der heißt auch Donald oder Donald Trump, besser gesagt. Donald Trump. Wie wird es geschrieben nochmal? Ja, T-R-U-M-P, wie man das kennt aus den Medien. Also Sie wissen es eigentlich. Trump, deswegen, ne? Nee, es heißt aber Trump, weil es ein deutscher Name ist, wissen Sie. Ruf der Berlin. Sie haben den Notruf. Ja, dann würde ich sagen, Mafia, fuck. Ja, ich möchte aber... Mafia-Fuck. Notruf Polizei Winschel tot. Ja, Trump, guten Tag. Haben Sie schon den Mafia-Olaf festgenommen? Und die anderen 735 Mafia-Fucks? Ja. Nee, glaube ich nicht. Ich möchte da ein bisschen Druck machen. Wissen Sie, ich bin Soziologe und mir reicht es jetzt langsam, im Mafia-Staat zu leben. Ich habe keinen Bock mehr. Ich möchte, dass Sie diese Mafia-Fax jetzt mal festnehmen. Und ich mache so lange Druck, bis Sie das machen. Das ist die Wie. Noch eine Minute, dann gehe ich zurück hier. Warten, Polizeinotruf Berlin. Zurzeit sind alle Notrufleitungen belegt. Bitte legen Sie nicht auf. Notruf Berliner Polizei, schönen guten Tag. Ja, guten Tag, schönen guten Tag. Trump, ich möchte bitte, dass Sie den Mafia-Kanzler, den Mafia-Olaf, der 280 Millionen Euro laut Süddeutscher Zeitung von uns gestohlen hat, auch von Ihnen, dass Sie den mal festnehmen, bitte. Gut, soweit und dann gehe ich. Gucke ich noch mal kurz auf die IKEA-Seite, welche Toiletten, die Inuden WC-Bürste, die Toilettenbürste im Toilettenbürstenständer für 6,99 € werde ich mir da jetzt holen, sprich stibitzen, weil mir der Mafia-Staat ja kein Geld gibt, also meine Würde als Mensch massiv verletzt, indem er mich in totaler Armut, also wie in Afrika leben lässt, ohne Geld, weil die Hürden, um Geld zu bekommen im Mafia-Staat, Mafia-Deutschland, sind so hoch, dass man als Top-Akademiker auch nach Wochen, wo man alles eingereicht hat, was man eben hatte an Daten, immer noch kein Geld bekommt vom Mafia-Staat. Also die Mafia-Fax haben leider in Deutschland den Staat unterwandert. Leider leben wir wieder im Nazi-Deutschland, also im Mafia-Staat, Mafia-Deutschland. Und es kotzt mich so an, dass ich jetzt an die Öffentlichkeit gehe und jetzt alle informiere, dass wir im Mafia-Staat leben, in Mafia-Deutschland. Und dass wir eine Revolution brauchen, dass alle Mafia-Fax kastriert werden, weil wir sie eben historisch bestrafen möchten. Weil das nämlich die Strafe war in der Mafia. Wenn man da sich gegen die Mafia engagiert hat, wurde man kastriert. Also kastrieren wir alle Mafia-Fax nach einem kleinen Justiz-Update. Justiz 2.0. Da machen wir einfach verhältnismäßige Gewaltstrafen für Gewalttäter. Und dann ist klar, Gefängnis hat ja nicht abgeschreckt. Die Kastration schreckt ab, also kastrieren wir alle Mafia-Fax. Richtig so. Und dann kommt die Maximalstrafe. The Punishment für alle Ewigkeit für die Mafia-Fax, dass sie nie wieder froh werden. Weil das haben sie nicht erwartet. Damit haben sie nicht gerechnet. Und das ist die ideale Antwort für die Mafia-Fax, damit sie nie wieder glücklich werden. Und nur noch leiden, leiden, leiden. Alles Gute euch. Tschüss und bis bald. So, dann gehe ich jetzt zu IKEA und kaufe mir das Modell Inuden, eine Toilettenbürste im Toilettenbürstenständer. Ich sehe wie.